Die Digitalisierung in MV weiter voranbringen. Für dieses Oberziel sind im Land mehrere Innovationsräume definiert. Einer ist Neubrandenburg. Die Agentur 13 Grad ist ein treibender Akteur hier vor Ort. Ja, wir sind eine Cross-Media-Agentur, die sich um Markenaufbau kümmert und freuen uns jetzt mit unserem neuesten Projekt sozusagen das Innovationszentrum zusammen mit der Stadt und der Hochschule in Neubrandenburg entwickelt zu haben, weil wir auch schon seit Jahren an der Digitalisierungsstrategie mitwirken vom Land Mecklenburg-Vorpommern und wir da total uns freuen, dass wir jetzt sozusagen auch einen Standort in Neubrandenburg haben und wo wir natürlich unmittelbar mit involviert sind. Das entstehende digitale Innovationszentrum soll Austausch und Unterstützung bieten für Unternehmen, die wie 13 Grad digitale Wege gehen oder erst gehen wollen. Das Zentrum kann bestenfalls Geburtshilfe für gute Ideen sein, die so nicht mehr in Berlin oder Hamburg zur Welt kommen müssen. Ländlicher Raum trifft Digitalisierung. Und dafür ist, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern so prädestiniert wie kein anderes Land, weil sind wir gerade dabei, sozusagen so eine Infrastruktur zu schaffen und wir haben halt Platz einfach, der bezahlbar ist. Wir haben Leute, die Lust haben, wir haben eine Verwaltung, wir haben die Ministerien, die sagen, ey, wir haben da Bock drauf, also die Wege sind sehr, sehr kurz. Wir haben gerade eine ganz große Aufbruchsstimmung im Land, die irgendwie Lust haben, alle was mitzuwirken und was mitzugestalten. Ich sehe immer so Mecklenburg-Vorpommern wie so ein Start-up irgendwie als Bundesland und das ist, glaube ich, gerade die Chance, die wir haben, wo jeder, glaube ich, aktiv gerade mitarbeiten kann und deswegen ist es, glaube ich, so cool, auf dem Land auch zu leben und zu arbeiten. Genau dieser Ausgangslage will sich der erste Digitalkongress des Landes Mecklenburg-Vorpommern intensiv widmen. Das landesweit parallel laufende Event NERD lädt am 7. November auch in Neubrandenburg hier in die 13-Grad-Räume ein, um Akteure, ob aus Unternehmen, Institutionen oder auch der Landesregierung und Interessierte zusammenzubringen. Vorträge, Workshops, Diskussion. Kennenlernen, Netzwerken, gemeinsam gestalten. Die Digitalisierung als Chance für den ländlichen Raum. Wir freuen uns auf alle, die Zukunftswege für die Entwicklung des ländlichen Raumes kennenlernen wollen. Insbesondere die, die noch online gar nicht zu finden sind. Dass es toll ist, quasi enger zusammenzurücken und an einer Vision zu arbeiten für unser Bundesland, für unsere Region. Und das ist, glaube ich, die Chance, einfach sich zusammenzutun, an etwas zu arbeiten und zusammen etwas zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, so ist da die NERD, kann eine super Plattform für sein. NERD 2019, der erste Digitalkongress des Landes Mecklenburg-Vorpommern, am 7. November von 8:30 bis 16:00 bei der 13 Grad Cross-Media-Agentur in der Gerstenstraße 2 in Neubrandenburg.